Sie müssen sich das morgens. So vorstellen, morgens ist es morgens, es sind Millionen Menschen unterwegs. Im Durchschnitt reist ein Erwerbstätiger 1,5 Stunden zum Arbeitsplatz und 1,5 Stunden vom Arbeitsplatz in Tokio. 3 Stunden am Tag verbringt er in öffentlichen Verkehrsmitteln. Also ich bin unterwegs, ich steige um in einem Umsteigebahnhof, benutze eine dieser Zentral-U-Bahnen, um in die Nähe des Parlaments zu kommen, zum Beispiel um die Bibliothek zu benutzen. Da ist die größte Bibliothek. Ich stehe in der U-Bahn drin, die U-Bahn hält. Es gibt die übliche Ansage, ich soll meinen Regenschirm nicht vergessen und so weiter. Oben leuchtet vielleicht ein Licht auf der Station, auf der ich gerade bin, damit ich mich orientieren kann. Die meisten Menschen lesen Zeitungen, wenn der Platz da ist in der U-Bahn. Sonst kann man keine Zeitung. Morgens kann es eng sein. Es gibt Züge, in denen die Sitze hochgeklappt werden zu dieser Zeit. In der S-Bahn, nicht in der U-Bahn. Um mehr Raum zu nutzen. Man kann nicht sitzen, man kann nur stehen. Ich stehe da also drin, die meisten stehen und es war wohl ist ein trockener Tag, es ist kein Regen, also wenn die Leute keine Schirme dabei gehabt haben. Das heißt, es gehen noch mehr Leute in die Waggons rein. Ich stehe darin, in den Stationen leert sich der Waggon, neue kommen hinzu. Ich gucke und sehe, ich bin dort und dort, ich muss bald aussteigen und auf einmal fängt neben mir jemand an zu husten. Und bricht zusammen. In diesem Sinne jetzt zu sagen, was ist das, hier ist was passiert, ist nicht japanisch, sondern man erträgt das erstmal selber. Es könnte eine Erkältung sein, dann bricht jemand zusammen. Ich sehe vielleicht jemanden mit einer Maske, mit einem Paket, der stellt irgendwas hin und ich sehe mehrere Leute fallen auf einmal um, ersticken oder werden ohnmächtig. Und ich würde auf dieses Paket dann zulaufen und würde es, das haben ja 2 U-Bahn-Bedienstete getan, würde um Hilfe rufen, die tragen das raus, sterben aufgrund der Vergiftung, die sie sich zuziehen. Die Züge werden stehen bleiben. Es entsteht ein... Auf offener Strecke oder versuchen Sie noch haben Sie versucht, in den nächsten Bahnhof zu gelangen? Soweit ich das beurteilen kann, haben die versucht, Bahnhöfe zu erlangen. Es ist wohl auf dem Bahnsteig passiert schon. Das geht dann relativ schnell. Ärzte gerufen. Wenn Sie Hautkontakt haben, 3-4 Minuten später, also bei reinem Sarin tritt der Tod ein. Ja? Also das geht sehr schnell, das geht rasend schnell. Es gab 10 Tote und 5.500, also 5.500 Verletzte. Es gab erstmal 6 Tote, 2 U-Bahn-Bedienste, die das Zeug rausgetragen haben, sind Märtyrer. Ne? Die haben gerettet, die haben Menschen gerettet. Das sind diese braunen Anzüge, das sind diese Uniformen, je nach Linie. Es gibt, die sie tragen. Ja. Es gibt manche, die haben so einen grün, braun, solche Mützen. Es gibt andere, die haben andere Mützen. Je nach Bahnlinie haben die unterschiedliche Uniformen. Die sterben zuerst, dann sterben andere, dann immer mehr Menschen haben Beschwerden. 95 Krankenhäuser werden beliefert mit diesen Tausenden von Verletzten. 50 schweben in Lebensgefahr. Es wird zunächst einmal die Eigenorganisation dieser Station, dieser U-Bahn benachrichtigt. Es gibt ein kurzes Zögern, gibt man eine solche Katastrophenmeldung jetzt, ja, die das Geschäft schädigt. Ja, an die Öffentlichkeit, ja, jetzt wird die Polizeiführung benachrichtigt, die ärztliche... Dazu reicht aus, den Koban, also neben dem U-Bahnhof, bei den Hauptbahnhöfen sind diese kleinen Polizeihäuschen, die Schilderhäuschen. Da sitzen diesen Tag und Nacht bestückt mit mindestens 2 Polizisten. Die sehen das, wenn die aus dem Ausgang rauskommen. Die sehen, es ist eine Situation da, dann werden sofort Ambulanzen und die Polizei verständigt. Die hängen alle zusammen. Es ist kurz, ein Nervensystem wird angegriffen durch das Nervensystem, was das kulturelle Nervensystem dieser hochindustrialisierten Gesellschaft aktiviert. Und die reagiert sofort. 95 Krankenhäuser sind da, die aufnehmen können. Es sind Ärzte da, es ist Personal da. Es sind Rettungskräfte da, es sind Bergungskräfte da, es sind Ordnungskräfte da, die die Situation absperren können. Das kann die Polizei handhaben. Die Suche nach den Tätern kann sie nicht handhaben. Wie muss man sich die U-Bahn in Tokio vorstellen? Also die U-Bahn als ein System gibt es ähnlich. Es gibt verschiedene Linien und einige dieser Linien enden in Kaufhäusern. Weil die Kaufhäuser im Grunde genommen die Linien gebaut haben, damit die Kunden von außen in die Metropole kommen können, um einzukaufen. Also große Wartelinien. Ja, alle. Und das ist hier Shibuya, das ist ein großes Kaufhaus zum Beispiel. In Shibuya ist ein großer Bahnhof, ein großer Umsteigebahnhof und es ist ein Kaufhaus. Aber Ikebukuro ist auch, Cebu ist ein Kaufhaus, Tokio ist ein Kaufhaus. Es sind Kaufhauslinien praktisch. So als wenn bei uns Kaufhauskonzerne ihre U-Bahn bis an das Kaufhaus bauen würden. Nee, diese Stationen, wo die Giftgasanschläge stattfanden, die waren in der Umgebung des Regierungsviertels und des Kaiserpalasts und der Nationalen Polizeibehörde. Also im Zentrum der Kontrolle und im Zentrum der Verwaltung, im Zentrum der Politik Japans und im Zentrum
des rituellen Haupts, also des Kaisers. Der Giftgasanschlag in Matsumoto, der ja auch erwähnt worden ist, in den japanischen Alpen, ist ja in einem Haus stattgefunden, wo auch Mächtige waren, nämlich Richter, die ermittelt haben. Die in einem Fall, mit einem Fall zu tun haben, mit Ermittlungen, die gegen diese Sekte gerichtet waren. Was ist das für eine Sekte? Diese ist wohl eine, die hervorragend organisiert ist. 10.000 Mitglieder, sagt man in Japan? Sehr strenge Regeln hat, Meditationstechniken betreibt, die sehr extrem sind. Ausstrahlend nach Russland, da hat sie auch Mitglieder? Ja, ja. Ja. Auch in Australien. Ja. Und untersteht einem Sektenführer? Ja, ja, einem Guru, also, ja. Einem Guru? Ja, der ist schon aber sehr, das muss man schon so einem autoritären Modell eigentlich begreifen. Was bedeutet der Name? Der Name der Sekte? Ja. Shinri heißt Wahrheit. Wahrheit mehr so im Wahrhaftigkeit. Extrem, also äußerste Wahrheit. Kyo heißt Glaube. Dieses AUM, was also auch mal bei uns mit Großbuchstaben geschrieben wird, ist Sanskrit. Das ist, weil das eine buddhistische Sekte ist, hat das eine Bedeutung. Was mich wundert, ist, wie das übersetzt wird. Also es gibt einige, die übersetzen das aus dem Englischen Supreme Truth. Eben erhabene Wahrheit, erhabene Weisheit. Eine andere Übersetzung sagt, die Weisheit des Papageis. Ich habe jetzt japanische Freunde gefragt, wie diese Übersetzung zustande kommen kann. Die haben sich dafür auch keine Erklärung. Die haben es auch nie gehört, dass das irgendwas mit dem Papagei zu tun hat. Die Ambivalenz ergibt sich daraus, dass in dieser Gesellschaft, die äußerst präzise ist, äußerst präzise, genau und verregelt ist, dass die eine Sprache benutzt, und Zeichen, die ambivalent sind, die mehrere Bedeutungsgehalte haben können, wo ein und dasselbe Zeichen mindestens immer zwei Bedeutungsgehalte hat und der Sinn sich aus der Kombination ergibt. Also nach unten zu präzise, ja, eine Weisung ist beispielsweise präzise, ein Auftrag und so etwas. Im Handeln präzise. Im Handeln präzise und im Glauben in der Kommunikation. Immer allgemein in der Kommunikation. Also je höher die Werte, ja, und der Name als höchster Wert, ja, ist ganz unbestimmt. Es gibt immer mehrere Bedeutungsgehalte, die auch einen Sinn haben, mit denen man spielen kann. Die Japaner sind Meister des Wortes, ja, das kann man gar nicht sagen Wortwitzes, sondern Schriftwitzes, weil die nutzen diese Vielfältigkeit der Bedeutungen aus, um Sachen, die einerseits sehr ernst sind, andererseits auch wieder zu unterlaufen. Und in diesem Sinne habe ich diesen Papageien interpretiert. Aber um nochmal darauf zurückzukommen, diese Sekte war vor 5 Jahren immerhin bei den Kommunalwahlen mit Kandidaten vertreten. An jedem Bahnhof stand einer von denen und hat also Wahlmaterial verteilt. Also es ist jetzt keine Geheimsekte, die irgendwie verborgen im Untergrund wirkt, wie so eine terroristische Gruppe. Scheint reich zu sein. Sondern in dieser Vielfalt von Sekten, von Millionen Menschen, die von diesem Riesengewerbe, dass die neuen Religionen sind. Die haben Tempel, die sind unvorstellbar teuer. Das ist das Gesamtvolumen des Vatikans, was da in Gebäude und Veranstaltungen reinfließt, geschätzt. Da werden unvorstellbare Beträge umgesetzt. Die sind seit langem etabliert in Japan. Und die bilden eine Landschaft von Glaubensgemeinschaften, die so gar nicht einfach zu durchdringen ist. Und in der ist diese Sekte eine extreme Form. Ja, das bedeutet, dass die Motivtypologie, die wir haben, kriminelle Erpressung, rechter Terrorismus, linker Terrorismus, organisiertes Verbrechen, nicht fast. Ich will gar keinen Willen eines anderen brechen. Ja? Ich will auch nicht mal den Willen der Staatsmacht, ja? Sondern ich will mich quasi rächen. So kann man es interpretieren, weil es gibt also für die kriminelle Erpressung ist es ungeeignet. Ich kann nicht Leute sterben lassen, hinterher sagen, seht mal, was ich kann, ich mache das jetzt nochmal, wenn ihr mir nicht was gebt. Anerkennung, Geld oder was wollen die haben? Wer soll der Adressat der Erpressung sein? Ich meine, Dagobert erpresst einen Kaufhauskonzern. Terrorismus im linken Umfeld in Japan versucht, den Kaiserkult anzugreifen. Ja? Und da weiß man zum Beispiel, dass die mit Raketenwerfern Anschläge planen. Und da hat die Polizei auch Mittel dazu, das im Vorfeld abzuklären, präventiv wirksam zu werden und so weiter. Hier weiß man gar nicht, wer soll der Adressat sein? Wer soll erpresst werden? Alle? We'll be right back.
hat ja mehrere Faktoren. Ja. Das eine ist die Bedrohung Gas. Ich kann es nicht sehen. Ich kann es nicht riechen. Ich kann es nicht riechen. Es gehört nicht zu den Waffensystemen, ja, die wir bei Säugetieren, bei uns Menschen kennen. Ja. Wir würden ja vor einem Messer nachts nicht halb so viel Angst kriegen wie vor dem kriechenden Gas. Eine Schlange ist noch nicht ganz so gefährlich, wo eine Giftschlange in der U-Bahn verstreut. Ja. Wäre schon ähnlich gefährlich wie Gas, aber es ist noch gefährlicher. Also die Giftschlangen haben ja dann selber Angst und das Gas hat ja keine Moral und kein Gewissen. Es kriecht einfach, man sieht es nicht. Obwohl die Zeugen gesagt haben, sie haben was Stechendes gerochen. Also es ist so unfassbar, dass die Erinnerung, die Fantasie, das Gefühl von stechendem Gas erzeugt, obwohl es gar nicht da ist. Es kann sein, dass dieses Gas, was angewendet worden war, weil es eben nicht rein war, tatsächlich einen Geruch hatte. Das Serin selber hat ist geruchlos, farblos, unsichtbar.